kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Fischteich. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Wir fahren zu einem Teich, in dem kleine Fische schwimmen. Oh. Da war ich schon oft als kleiner Junge. Wir sind da. Wo ist der Fischteich? Der ist mitten im Wald. Wir müssen hinlaufen. Verirren wir uns dann wieder so wie immer? Ohoho, nein. Denk dran, ich war schon oft hier als kleines Schweinchen. Aber das ist schon sehr lange her, Papa Wutz. Genau, vor Urzeiten. Danke, Peppa. Also, vor Urzeiten sind wir zuerst mal einen Weg entlang gegangen. Ah, hier ist er ja. Woher weißt du das so genau? Da blühen kleine Blumen am Wegrand. Daran erinnere ich mich. Vieles verändert sich, Papa Wutz. Vieles verändert sich auch nicht. Also, jetzt geht es an ein paar kleinen Bäumen vorbei, bis wir zu einem großen kommen. Ich glaube, die kleinen Bäume sind jetzt groß. Oh ja. Irgendwie sehen die alle groß aus. Woran erkennen wir dann den richtigen großen Baum? Oh! Normalerweise laufe ich gegen die Bäume. Mama Wutz hat den großen Baum gefunden. Schlaue Mama. Ich wusste, dass er noch da ist. Alle Mann hier lang. Sind wir schon in der Nähe vom Fischteich, Papa? Wir sind gleich da. Aber ich habe schon ein bisschen Hunger. Kein Problem. Unterwegs gibt es ein Café. Oh, herrlich. Ich hätte gern eine schöne Tasse Kaffee. Kriegen Schorsch und ich dann ein Eis, bitte? Natürlich. Alle kriegen ein schönes Eis. Das Café ist ungefähr genau hier. Oh. Wo ist das Café? Ist es hinter diesem ollen Holzhaufen? Ich glaube, dieser olle Holzhaufen ist das Café. Oh, na toll. Das war's dann wohl für heute mit Eis und Kaffee. Hallo. Was darf es denn sein? Oh. Eine Tasse Kaffee und dreimal Eis, bitte. Bitteschön. Dankeschön. Köstlich. Nächster Halt, der Fischteich. Hier lang. Oh, da würde ich nicht lang gehen. Da geht es mitten in eine Brombeerhecke. Pappalapapp, das ist eine Abkürzung. Die bin ich schon als kleiner Junge gegangen. Nein, wenn ihr zum Fischteich wollt, müsst ihr den Weg da entlang gehen. Also ich nehme die Abkürzung. Na gut, wer möchte denn gern durch eine Brombeerhecke laufen? Ich. Und wer geht lieber auf dem Weg? Ich. Wer zuerst da ist? Ich bin zuerst da, Peppa. Tschüss. Ich hoffe, den Fischteich gibt es überhaupt noch. Ja, es ist alles ein bisschen anders als in Papas Erinnerung. Guck mal da. Der Fischteich, oh. Schorsch, wir suchen die kleinen Fische. Die Fische werden klein, aber die sind riesigantisch. Es ist schon lange her, dass Papa hier war. Die Fische sind viel größer geworden. Genau wie Papas Bauch. Oh, wo ist Papa? Oh, hat er sich verlaufen? Ich rufe ihn mal an. Da in der Hecke klingelt ein Telefon. Hallo, hier ist Herr Wutz. Das ist Papa. Oh, hallo. Ich stecke fest. Hallo, Papa. Warte kurz, wir ziehen dich raus. Eins, zwei, drei, los! Ach. Papa ist ein Brombeerstrauch. Oh, der Fischteich. Wo sind denn die kleinen Fische? Oh, der ist ja riesig. Oh, guck mal, da drin glitzert was. Das sind Münzen. Als ich klein war, haben wir hier immer Münzen reingeworfen und uns was gewünscht. Können wir auch Münzen werfen? Natürlich. Ich wünsche mir, dass der Fischteich hier bleibt. Für immer. Ohoho, genau das habe ich mir als kleines Schweinchen auch gewünscht. Und dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.